Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, das ist Secret of Mana tatsächlich. Ja, das ist der zweite Level-Stream, so möchte ich es mal ausdrücken. Also für die Leute, die jetzt wissen wollen, was passiert hier. Ich meine, ihr auf YouTube seht das ja sowieso. Da wird viel gelevelt, da wird jetzt viel gelabert. Im Chat ist auch noch keiner, weil jetzt habe ich die Frechheit besessen, 8 Minuten eher anzufangen. Ich werde auch heute... Und die Level, wenn ich die Waffen fertig habe, werde ich den Stream auch beenden, weil dann reicht das auch. So, und jetzt wollen wir mal eben kurz gucken. Ich habe das beim letzten Mal aufgeschrieben. So, was hattest du nochmal? Ich guck mal eben. Dann machen wir nämlich gleich erstmal alle Leute fertig. So, 3, 3, das ist alles okay. So, die Kettenpeitsche, klar, die kann ich bis 3. Den langen Bogen bis 3. Das müsste mir übrigens helfen, wenn da steht Echsenteller 2 von 3. Das heißt, da muss ich nochmal irgendwie was zum Zwerg und dann leveln oder so. Da müsst ihr mir mal helfen. Das verstehe ich noch nicht ganz, die Einblendung. Das ist 2. Also hier, der kann die Peitsche und den langen Bogen. Das passt, wenn der die Peitsche hat. Das ist okay. So. Was hat Prim? Prim... kann die Zappelklaue nehmen. Wir werden ein bisschen was gucken, dass wir das alles so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. So, zack. Dann nehme ich nämlich gleich Prim und mach das mal selber. So, wie sieht es mit dir aus? Du hast den Bogen. Damit könntest du den Bogen raushaben und dann lassen wir das auch so. Das ist okay. So, dann nehmen wir dich und du wirst jetzt ein bisschen anfangen zu kloppen. Ja, und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen leveln. Ja, ich werde auch ein bisschen was erzählen, aber ich warte jetzt darauf, dass die ersten irgendwie mal reinkommen und reinstürmen. Wahrscheinlich tun sie es nicht, aber ja, ihr könnt ja, kennt mich ja, labern kann ich ja sowieso, auch ohne Sinn und Verstand. Das werde ich auch gleich tun. So, jetzt mal gucken, wo sind die ersten Feinde. Da seid ihr doch. Dann können wir ein bisschen kloppen. Das geht doch alles total easy. Wahrscheinlich sind wir sowieso maßlos overlevelt. Isabella ist da. Hallo. Herzlich willkommen. Du hast noch nichts verpasst. Das ist sozusagen Folge 1 des Level-Streams. Ich habe übrigens heute Morgen, das interessiert dich ja bestimmt, die aktuelle Anna-Folge fertig gemacht. Aber wie ich gesehen habe, YouTube hat sie nicht freigegeben. Also die hättest du heute sehen können. Aber YouTube war der Meinung, der Venom kann mir vieles. Nämlich meistens am Arsch. Ja, hallo Silver Ray. Also, ihr habt, ich wiederhole das nochmal kurz. Ich werde das gleich wahrscheinlich 17 Mal wiederholen. Auf YouTube geht es wahrscheinlich den Leuten auf den Sack. Ihr habt noch nichts verpasst. Wir machen, also beziehungsweise ich mache einen Level-Up-Stream. Das heißt, wenn wir also durch sind, werde ich den Stream auch beenden. Dann werde ich wahrscheinlich jetzt, vielleicht je nachdem, wie lange es dauert oder wie kurz das ist, vielleicht mache ich da irgendwie noch ein Bonusvideo, vielleicht auch nicht, das werden wir gleich sehen. Aber dann haben wir erstmal alle Waffen auf Maximum und dann geht es auch weiter. Ich habe ja gesagt, eigentlich machen wir es Sonntagabend, kann aber sein, dass es Samstagabend wird. Das hängt ein bisschen von Faktoren an, kann nämlich sein, dass ich irgendwie Sonntagabend weg muss, beziehungsweise was anderes vorhab. Und dann machen wir Samstag. Ich bin ja Samstag, das kann ich gleich mal ein bisschen noch erzählen, bei der Star Wars Convention in Oberhausen. Moment, jetzt muss ich glaube ich niesen. Aber war er zu spät beim Silencer. Okay. Ihr könnt mir jetzt gute Besserung wünschen. Nein, Spaß beiseite. Also, das ist das, was ich, wie schon am Samstag mache. Ich bin... hab zwei Sachen. Ich erzähle euch noch ein bisschen was, für das wird die Leute wahrscheinlich nicht interessieren. Und ich will noch ein bisschen was zu Pokémon und sowas erzählen. Aber ich bin ja Pokémon Go-Spieler, auch wenn man es nicht glaubt. Ich muss da unbedingt auch mal meinen Trainer-Code einblenden, dann könnt ihr mir da auch folgen. Und da gibt es am Samstag an der Westfalenhalle tatsächlich nochmal so einen Mewtwo-Raid für mich. Den nehme ich dann mit und dann fahre ich nach Oberhausen und gucken wir mal die Star Wars Convention an. Und dann gucke ich mal, wie gut oder wie schlecht die ist und dann weiß ich, ob ich dann wieder da bin. Also werdet ihr das, sage ich ganz ehrlich, die News, ob Samstag und wann Samstag ein Stream ist, den werdet ihr dann per Twitter lesen müssen, weil da werde ich vorher kein Video machen können. Das heißt also, schön mich auf Twitter folgen und dann werde ich da ein bisschen was erzählen.
So, die jetzt auf YouTube das sehen, interessiert das eh nicht. Gut, sind eh nicht so viele, die das mal gucken. Aber ist auch ganz gut so. Sollen sie die Story sich angucken. Das ist interessanter. Das macht auch Secret of Mana aus. So, jetzt habe ich irgendwas. Ist irgendwas gelevelt? Ich mag die Anzeige, wenn du nichts siehst. Turbo Push Level, das interessiert mich nicht. Popo erreicht Level 22. Das ist großartig. Wir sind so maßlos overleveled, ey. Alter. So. Der Sick My Duck. Darfst du Sick My Dick nicht schreiben? Wirst du dann bald getwitcht, gebannt? Isabella fragt, wie es mir geht. Kann ich auch gleich mal was zu erzählen? Mach ich auch gleich noch. Ne, erstmal mal hier. Sigma Duck, ich glaube, du bist neu. Fühl dich herzlich willkommen in der Venom Family. Für dich auch, das wird wahrscheinlich jetzt öfter sein, erzähle ich das gerne nochmal. Das ist hier ein Level-Up-Stream. Also wir leveln hier die Waffen durch, damit dann beim nächsten Stream, und der wird wahrscheinlich Samstagabend sein, dann können wir uns wieder ganz normal um die Story kloppen, weil dann brauchen wir uns nämlich über viele Sachen keine mehr Gedanken machen. Wenn wir Level genug haben, dann ist das kein Thema. Vor allen Dingen, was als nächstes kommt, ich glaube, bis es den vierten Zauber gibt, dauert auch noch ein bisschen. Und dann kann ich auch da locker, in Anführungszeichen, auch die Waffen bis dahin ganz normal ausmastern. Aber, achso, was ich mal euch zeigen will, wo jetzt gerade mal ein paar Leute da sind. Komm, geh mal kurz dahin. Ich zeige euch mal was. Brauche ich mal eure Hilfe. So, mal gucken, ob das jemand kennt. Da war's. So, ihr seht, hier ist der Echsenteller. Waffenorb 2 von 3. Heißt das, ich habe einen Orb vergessen oder heißt das einfach, ich muss noch einen Orb ableveln? Erzählt mal oder überlegt mal einfach. Das weiß ich nämlich nicht. Das konnte ich auch irgendwie nicht sinnvoll rausfinden. So, Sigma Duck sagt gar nichts mehr, außer einen Abend. Fühl dich gegrüßt. Sag doch was. Jetzt mach ich mal was Interaktives. Wie bist du denn auf diesen kreativen Namen gekommen? Oder hast du einen Fetisch für Enten? Ich meine, gut, Ente süß-sauer ist klar, ist ein alter chinesischer Witz, aber... So, ich habe irgendwo gelevelt. Poppois Waffenlevel ist... Bogen ist auch bis Level 3, ne? Ich glaube nur der Speer ist bis 2. Kann aber gleich sicherheitshalber nochmal nachgucken. So, Randy ist Level 23, Prim ist 23. Wisst ihr noch, was Fuddel geschrieben hat? Ich glaube, wir sind jetzt schon so gelevelt, dass wir eigentlich in Anführungszeichen bis zur, wie sagt er immer so, diese Winterinsel oder Weihnachtsinsel überhaupt keinerlei Probleme haben. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch wirklich so haben. So, komm, mach noch weg. So, was haben wir da schon wieder? Schon wieder Level Up. Randys Waffenlevel gestiegen. Peitsche erreicht Level 2. Die sind alle bis Level 3, glaube ich. Ich guck mal sicherheitshalber nach. Also es ist jetzt wahrscheinlich heute nicht die spannendste Folge, aber... So. So, der hatte... Also der Bogen ist auch bis Level 3, ne? Genau. So. Die Peitsche ist auch bis Level 3 und die Klaue auch. Gut. Das heißt, ja gut. Brauchen wir nicht mal speichern. Wir gehen ja noch nicht mal tot hier. Ich glaube, bei Randy müssen wir, glaube ich, in Anführungszeichen nur 2 Waffen upgraden. Schon wieder irgendwie Level Up. Auch wenn ich den Level Up nicht sehe, ich mag die Einblendung, dass die fehlen. Das ist total super. Prim, genau. Und Prim ist jetzt Level 2, genau. Und wie gesagt, das kriegen wir schon hin. Ist mir egal, ob du mir Säureregen verpasst oder was auch immer. Das ist vollkommen wurscht. So, ich mache jetzt mal was ganz Tolles. Ich brauche doch eigentlich nur den Screen immer zu verlassen, ne? Dann geht das doch. So, fangen wir mal Isabellas Frage an. Also ihr könnt jetzt so eine Art Fragestunde mit mir machen. Ich habe zwar ein bisschen was vorbereitet, was ich erzählen kann. Aber wir können auch jetzt irgendwie über irgendwas quatschen, was wir sowieso immer mal quatschen wollten. Auch mal wegen den Fetisch über Enten. Ja, wie geht's mir? Also es geht mir definitiv besser. Aber ich merke, und das kann ich jetzt mal ein bisschen erzählen, jetzt kommt der ganz spannende Teil. Der wird total wahrscheinlich die Leute unglaublich faszinieren. Ich habe ja gesagt, dass ich ja, meine Galle ist heraus. Und ich hatte ja 12 Gallensteine. Ja, sehr biblisches Zeichen. Und ja,
Was ich immer noch nicht, also zum Beispiel, wenn ich eine Tafel Schokolade esse, das ist immer noch wie ein Stein im Magen. Das ist nicht so angenehm. Also es ist so, es sind zwar keine Schmerzen mehr, wenn du irgendwie was Fettiges oder irgendwas zu dir nimmst, das passiert nicht, aber das ist nicht gut. Ich meine, so gesehen, ist egal, ich kann nicht mehr aus dem Leim gehen, weil wenn ich das tue, bin ich tot sozusagen. Ja, dann das Ende nicht gut. Aber das ist kein Thema, aber sonst ist es alles ganz gut. Ich hab ein Büro ohne Klimaanlage, das ist ganz toll im Augenblick. Das ist super, macht total viel Spaß. Ich witzel zwar immer noch, es fröstelt mich und ich komme das nächste Mal mit Schal und... Aber natürlich sind das keine Klimabedingungen, wo was Spaß macht. Na komm, geh tot. Ich kann mal ein bisschen was erzählen. Warte mal, hau mal ab hier. Komm. Na komm. Auf weg. Schön. Bau ja auch nie so alle weg, ne? Es ist so unglaublich. So, das ist eine Truhe. Obwohl Fuddel immer sagt, keine Truhe öffnen. Was ich auch nicht tun sollte. Jetzt muss ich sowieso speichern. Dann mache ich das mal eben. Na komm, hau ab. Ja, ja, ich weiß, dass Prim gezappelt ist. Ich sehe das. Ich bin ja dabei. Dabei statt nur mittendrin, oder wie war das? TH911, hallöchen. Mein persönlicher Modelcoach. Ich mache alles für dich, Hase. So, auch für dich. Also wie gesagt, das ist hier Level-Up-Stream. Wir sind dabei, jetzt die Waffen abzugraden. Ich glaube, du hast irgendwie 2-3 Upgrades bis jetzt verpasst, aber sonst ist noch nichts passiert. Und, das können wir auch so weitermachen. Aber wir sind gleich sozusagen, wir haben gleich auf jeden Fall noch gleich ein bisschen was anderes fertig. Und das werde ich gleich tun. Was ich mir vorgenommen habe, so nochmal den Save State safen. Auch das ist schön. Ich weiß nicht, ob ihr was mitkriegt. Aber ich bin ja bei der Gamescom, das kann ich ja mal erzählen. Ich habe tatsächlich schon mein Merchandising für die Gamescom. Ja, Drama, ne? Ist klar, die Handtasche muss leben. Das war großartig. Was vermissen wir Brewster Nell? Kindchen, so machst du das gar nicht. Das ist kein Walk. Da macht ihr ne Fame. Das war großartig. Fernsehgeschichte, sag ich nur. Ja, ich bin ja bei der Gamescom und es gibt jetzt die ersten Infos zu Gamescom. Also ich guck mal, ob es dann auch nochmal irgendwie Pressemeldungen gibt und sonstiges. Und macht euch keine Sorgen, ich werde definitiv mich hinsetzen, spätestens nächste Woche, dass ich mal anfange, die letzten E3-Pressekonferenzen zu gucken. Und dass ich die auf jeden Fall auch nochmal vor der Gamescom verbrate. Das ist überhaupt kein Thema. Weil dann gehen wir die nämlich auch alle durch. Und wenn es dann irgendwelche Pressekonferenzen gibt auf der Gamescom, dann werde ich dazu auch was machen. Und wenn es was wahrscheinlich von der Xbox gibt, wird wahrscheinlich auch der Alpha Chief auch dabei sein müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Was es aber schon gibt, das ist ganz schön für die Leute, die also in Köln sind. Was ja sowieso ganz geil ist. Also es ist die 10. Gamescom, ja. Deswegen gibt es also extra spezielle Klamotten. Habe ich auch. Steht jetzt auch dementsprechend Mr. Venom auf Mr. Venom 1974 auf dem Rücken. Ja, mit dem 10-Jahres-Ding. Habe ich alles schon da? Ist alles da. Also falls einer sieht, der dieses T-Shirt trägt, ich bin's wirklich. Ganz überraschend. Es gibt schon was von Nintendo, was ganz putzig ist. Dass man also das neue Mario Party zocken kann. Ob da jetzt die Leute so geil drauf sind, können wir wahrscheinlich lange diskutieren. Aber was ganz schön ist, man kann auf jeden Fall schon mal eine spielbare Version von Smash Bros. Sehen. Und das finde ich doch schon ganz gut. Kann ich doch mal berichten, wie das ist oder eben wie es auch nicht ist. Ich habe ja Pre-Entry, das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Stunde Ruhe, bevor, Achtung, jetzt mache ich RTL-Journalismus, bevor der Mob dann reinkommt. Dann kann ich da mir alles angucken und dann werde ich euch auch sicherlich was berichten und ich werde auch sicherlich da Bildchen machen und ich werde auch gucken, dass ich irgendwie ein Videochen mache. Venom-Merch. Ja, du wirst wachen, das haben mich Leute auch schon gefragt, aber da müssen wir uns mal, abgesehen davon, dass Isabella ist ja eine begnadete Designerin, vielleicht hast du ja irgendwie tolle Ideen, vielleicht können wir das mal machen, also irgend so ein, vielleicht mache ich das wirklich mal irgendwie, das ist, aber dann, wischer, da gibt es nichts für, also dass ihr Hardcore-Leute wirklich mal irgendwie, was weiß ich, eine Venom-Trading-Card kriegt oder irgend sowas, was man sich da mal Lustiges einfallen lassen kann, irgendwie mal als guten Gag. Money Drain, ja siehe. Ja, sie ja. Ja, sie ja. Genau. Spendenstream und...
Nein, nein, aber das mal gucken wir was. Bin ich mal gespannt. Also die GC wird mit Sicherheit eh großartig. Und ich sage es immer wieder gerne, das werde ich dann auch, wenn ich diesen Banner, eine Venom-Kaffeetasse. Ja, also wie gesagt, wenn du irgendwie... Achso, du hattest mir geschrieben, du hast was geschickt. Also entweder ist Facebook doof oder ich bin doof, das will ich nicht ausschließen, aber ich habe das nicht bekommen. Ich schick dir nochmal, ich werde dir das mal, weil dann hast du das auch, ich schick dir mal meine Official-E-Mail-Adresse da mal per Fratzenbuchhausen, weil da weiß ich, da kriege ich definitiv alles. Weil der einen anderen Scheiß ist wahrscheinlich irgendwie Spam-Filter, hast du nie gesehen und so ein Quatsch, aber das kriegen wir schon hin. Nee, aber ja, wenn ihr da Ideen habt, also es gibt ja ihr Spreadshirt oder was auch immer, ein Scheiß, also wie gesagt, warum nicht? Also, kein Thema. Wenn da irgendwie Leute Lust und Laune haben, warum nicht? Also da bin ich der Letzte. Und da muss ich mal gucken, dass ich auf jeden Fall mal die Leute, die da Bock drauf haben, dass die auch was davon haben. Da muss ich mal gucken. Und was ich auch noch erzählen wollte, also wie gesagt, dass der Banner dann auch bis dahin aktualisiert ist, dann habt ihr auch wieder welche, wo ich rumlaufe und was ich rumlaufe. Dann kommt als nächstes aber auch... wenn ich bei der GC bin, am Freitag bin ich ja bei einem Adventure-Treff, da habe ich mich ja schon eingetragen. Das heißt, da bin ich mal gespannt bei den großen Adventure-Freaks. Mal gucken, was die mir erzählen. Ich meine, so unbekannt, dass ich Adventures mache, ist das jetzt auch nicht unbedingt. Aber gucken wir mal. So, jetzt glaube ich, wer hat mir da gerade einen verpasst? Komm, den Puschel hau ich mal eben noch weg. Na komm. Okay, wir hatten auch gekillt. So, ich bin mal gespannt, wann mal hier wieder... Mr. Venom Bikini. Ja, so was war ich so Borat-mäßig, ne? Ist klar. Ihr wisst, ich mache für meine Zuschauer alles. Bin ja gespannt, ob es bei der Star Wars Convention auch wieder irgendwie ein sinnvolles Fotoshooting gibt. Auf sowas habe ich ja mal ganz gut, finde ich ja mal ganz witzig. So, bup. So, seid vorsichtig, ist mir schon klar. So, ich würde sagen, jetzt setze ich hier mal für die YouTube Generation einen Cut. Wir hören uns sowieso gleich wieder.